Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit dem vom Bundesrat vorgelegten Gesetzentwurf soll der strafrechtliche Schutz bei Verunglimpfung der Europäischen Union und ihrer Symbole verbessert werden. Konkret soll ein neuer § 90c in das Strafgesetzbuch eingeführt werden, der die Verunglimpfung der Flagge und Hymne der Europäischen Union unter Strafe stellt. Dem Vorschlag stimmt die Bundesregierung zu. Die Bundesregierung hat darüber hinaus am 11. Dezember letzten Jahres eine Formulierungshilfe zu dem vorliegenden Gesetzentwurf beschlossen. Mit der Formulierungshilfe soll § 104 des Strafgesetzbuches, der die Verletzung von Flaggen und Hoheitszeichen ausländischer Staaten unter Strafen stellt, ergänzt werden. Künftig soll auch das öffentliche Zerstören oder Beschädigen einer ausländischen Flagge etwa im Rahmen einer Demonstration unter Strafe gestellt werden. Dies ist nach geltendem Recht nicht der Fall, da § 104 nur solche Flaggen erfasst, die aufgrund von Rechtsvorschriften, wie etwa bei Botschaften oder Konsulaten oder nach anerkanntem Brauch, etwa bei Staatsbesuchen, Sportveranstaltungen oder in einem Kurort gezeigt wurden. Es gab, liebe Kolleginnen und Kollegen, verschiedene Anlässe, die dazu geführt haben, diese Formulierungshilfe einzubringen. Ich möchte Ihnen zwei Beispiele nennen. Infolge der Entscheidung der Vereinigten Staaten von Amerika vom 6. Dezember 2017, die Botschaft der USA von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen, fanden in Berlin im Dezember 2017 mehrere Demonstrationen statt, bei denen unter anderem Flaggen des Staates Israel demonstrativ verbrannt wurden. Deutlicher kann nicht ausgedrückt werden, dass man das Existenzrecht Israels nicht anerkannt, und das wollen wir nicht hinnehmen. Oder, liebe Kolleginnen und Kollegen, oder ganz aktuell, erst im November 2019 wurde in Nürnberg anlässlich einer Demonstration gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien die türkische Flagge verbrannt. Diese symbolischen Akte von Verachtung und Hass wollen wir nicht weiter zulassen. Durch solche Vorgänge kann nicht nur das Ansehen des ausländischen Staates beschädigt werden, auch die guten Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland zum Flaggenstaat können hierdurch beeinträchtigt werden. Aus diesem Grund soll das öffentliche Verbrennen von ausländischen Flaggen künftig strafbar sein. Über diese materiellen Rechtsänderungen hinaus, liebe Kolleginnen und Kollegen, wollen wir die Voraussetzungen der Strafverfolgung des § 104a StGB verändern. So kann die Strafbarkeitsbedingung der Gegenseitigkeit nach § 104a StGB entfallen, da die guten und ungestörten Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland zu ausländischen Staaten auch dann betroffen sein können, wenn der ausländische Staat in seinem Recht keine den § 102 und 104 vergleichbaren Sonder- bzw. Qualifikationstatbestände aufweist. Ebenso entfallen kann die in 104a StGB vorgesehene Ermächtigung der Bundesregierung zur Strafverfolgung nach den § 102 und 4 StGB. Auch bei einer unmittelbaren Befassung von Staatsanwaltschaften und Gerichten können gute und ungestörte Beziehungen der Bundesrepublik zu ausländischen Staaten gewährleistet werden, sodass es dieser Voraussetzung nicht mehr bedarf. Zudem werden damit künftig schwierig zu lösende Interessenkonflikte, wie sie etwa bei der Erteilung der Strafverfolgungsermächtigung im Fall Böhmermann aufgetreten sind, wir erinnern uns sicherlich, vermieden werden. Deshalb bitte ich Sie um Unterstützung. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist für die Fraktion der AfD der Kollege Florian Jacobi. Herr Präsident, meine Damen und Herren, vor uns liegt ein Gesetzentwurf des Bundesrates, mit dem man die Verunglimpfung der EU-Fahne zur Straftat machen möchte. Zum Vorbild nimmt man sich den bereits bestehenden § 90a des Strafgesetzbuchs. § 90a stellt die Verunglimpfung des deutschen Staates und seiner Symbole unter Strafe. Liest man den § 90a, so nennt er als geschützte Objekte erst die Republik und ihre Verfassung, sodann die in der Verfassung bestimmten Symbole der Republik, Flagge, Farben und Hymne.
Legt man daneben diesen Gesetzentwurf zu einem neuen § 90c, fällt eines sofort ins Auge. Dort, wo der § 90a erst die Republik und die Verfassung nennt und anschließend auch deren Symbole einbezieht, da beschränkt sich der Entwurf auf das Letztere. Dort, wo in der existierenden Vorschrift zum Schutz des deutschen Staates deren Schutzgüter stehen, nämlich die Republik und die Verfassung, dort ist in der neuen Vorschrift eine große Leerstelle. Sie nennt allein die Symbole, Flagge und Hymne der EU. Für was aber stehen dann diese Symbole, die nun mittels des Strafrechts geschützt werden sollen? Die Begründung des Gesetzentwurfs gibt Aufschluss. Die neue Vorschrift dient der Autorität der Hoheitsmacht, welche die EU in Deutschland ausübt. Auf eine Ebene mit der Existenz und der Verfassung unserer Republik soll die Autorität der Hoheitsmacht der EU gestellt werden. Eines Gebildes, das nicht unser Staat ist, das überhaupt kein Staat ist und auch nicht werden kann noch darf. Ein Gebilde, das dabei ist, das eigentliche und liebenswerte Europa, die Vielfalt seiner Völker und Kulturen einzuebnen, sie in das Gehäuse uniformer bürokratischer Hörigkeit zu sperren. Ein Gebilde, das die in den europäischen Staaten verwurzelte Demokratie nach und nach aushöhlt und als leere Hülle zurücklässt, in der die Völker zwar weiter Parlamente wählen, die Parlamente aber nichts mehr entscheiden dürfen. Ein Gebilde mit einem sogenannten Parlament, das nach den Maßstäben unseres Grundgesetzes alles Mögliche ist, aber keine demokratische Volksvertretung. Ein Gebilde mit einem obersten Gerichtshof, der sich selbst als Instrument zur Machterweiterung der EU versteht und den früheren Bundespräsidenten Roman Herzog schon vor Jahren zu dem verzweifelten Ausruf "Stoppt den EuGH" veranlasste, der aber folgenlos verhallte. Zugunsten der Autorität der Hoheitsmacht dieses Gebildes, die Meinungsfreiheit und die Freiheit der Kunst durch das Strafrecht einzuschränken, das kommt für uns überhaupt nicht in Frage. Nun möchte der Gesetzentwurf beschwichtigen. Es sei doch alles halb so wild. Der brave Bürger dürfe doch weiter nach Herzenslust räsonieren und kritisieren. Nur in ganz seltenen und krassen Fällen müsste er zukünftig gewärtigen, durch Äußerungen gegen die EU zum Kriminellen zu werden. Richtig ist zwar, dass das Bundesverfassungsgericht zum Schutz der Meinungsfreiheit der bestehenden Vorschrift des § 90a fast alle Zähne gezogen hat und das Gleiches dann auch für einen neuen § 90c gelten müsste. Darum geht es aber gar nicht. Bereits die Gefahr, sich wegen einer gegen die EU gerichteten Äußerung unversehens als Angeklagter vor Gericht wiederzufinden, mit der ungewissen Aussicht, ob am Ende ein Gericht die Meinungsfreiheit höher hält oder doch die Autorität der Hoheitsmacht, allein diese Gefahr wird die meisten zweimal nachdenken lassen, ob sie es wagen, die EU zu kritisieren. Und genau das dürfte ja auch der Sinn der ganzen Aktion sein. Wir werden den Gesetzentwurf jetzt in den Rechtsausschuss überweisen und uns dort anhören, was dazu noch gesagt werden mag. Unsere Haltung allerdings ist klar. Wir lehnen das in Bausch und Bogen ab. Aber sowas von. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist für die Fraktion der CDU-CSU der Kollege Ingmar